Hallo und herzlich willkommen zu Rock'n'Roll Kaboo Bunny Plague Adventure. Ich bin Mr. Cutter 4, Let's Play in das Kaninchen und ich spiele dieses Spiel gerade im Stream hier auf YouTube. Jetzt das, was du jetzt gerade siehst, ist so, dass du den YouTube Livestream und auch den Twitch Livestream, der jetzt gerade nebenbei mitläuft, nicht siehst, aber du kannst dir sicher sein, es ist im Livestream, deswegen werde ich hin und wieder mal ein bisschen darauf reagieren müssen, was dort so steht und abgeht, aber du bist wegen diesem Spiel hier und das ist auch richtig so, denn dieses Spiel ist garantiert fantastisch, denn es ist der Nachfolger von Boo Bunny Plague, welches wir auch im Stream gespielt hatten. Und wir wollen jetzt den zweiten Teil sozusagen anschauen, der am 19.01., also jetzt vor kurzem erst rausgekommen ist. Und wir werden neue Abenteuer mit Bunny und seinen Freunden erleben. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wir hatten eben schon mal eine kurze Runde angetestet und sind auf technische Probleme gestoßen. Aber es kann nur besser werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen. Einmal im Rogue-Modus, Casual Story mit Speichermöglichkeit und den Rogue-Modus. Roguelike, ein Leben, keine Save-Möglichkeit. Und wir wählen natürlich den Rogue-Modus. Denn ich bin zwar ein Profi, die im Livestream haben diesen Spruch schon mal gehört. Aber ich sage ihn gerne nochmal, ich bin zwar eigentlich ein Profi und ein Hardcore-Spieler, aber da ich jetzt hier immer wieder in den Chat gucken muss, bin ich natürlich ein wenig gehandicapt und werde den Rock-Modus spielen. Na, ist ja ganz klar. Wir können auswählen zwischen den vier Charakteren. Und wir, das ist ja neu. Wir konnten im ersten Teil im Boo Bunny Play konnten wir nur mit Bunny spielen. Und hier hat man die Möglichkeit auch mit den anderen zu spielen. Das ist ein bisschen wie Diablo. Das kann man schon mal vorweg sagen. Jeder der Charaktere hat auch eigene Fähigkeiten und unterschiedliche Kampfskills. Aber wir spielen natürlich mit Bunny, denn mit ihm haben wir die besten Erfahrungen gemacht. Wir können ihn noch ein wenig umfärben, umlackieren. Die automatische Reparaturfärbung nehmen wir mal nicht dabei. Wir nehmen mal die weiße Färbung. Und bei den Gitarren können wir auch auswählen. Und ich nehme jetzt mal die weiße Gitarre einfach damit. Nee, das ist da. Oh Gott, das geht nicht. Weiß geht nicht. Weiß und grün. Sheesh! Tough crowd! That was great, guys! Real nice! But you're coming in a bit early on the bridge, Ganny. Try not to speed up on those fills so much, Gunny, my friend. Bunny! Hey! You the man. I got nothing. Face, seriously. Are you going through puberty? I'm just saying. I need you guys to get this down perfect. Whoa, guys! We gotta do this! This is Bunny. He's a child's robot toy who was given life by a computer virus installed by a disgruntled factory employee. The world has never been the same. Another one of Dad's stupid games. He must be extra bored to pull a stunt like this. Faye, seriously, she really is the daughter of Satan. Legit. It's been hell on her social life too. But we help her get along in the mortal world as much as we can. Old Scratch doesn't usually do this stuff for free. Deals made with him can make anyone famous. I mean, look at the past. Kanye and Drake. I'm just saying. Ganny is a retired god. His day job is driving a multi-dimensional taxi cab, but his base skills are second to none. If you ain't first, you're last. Yes. This is Gunny. He's a military robot. Basically, a big walking gun, and also Bunny's inseparable life mate. He was born in the same incident that gave Bunny his questionable yet artificial intelligence. The two have been together ever since. I'm in, but only if I can negotiate a percentage of the door take. I'll call ahead to make sure. And that's me, Victor, the band's manager. I also own a kick-ass diner on an asteroid and travel time in my spare time. Time.
but this ain't my story. This is our big chance, guys! I feel like Mariah Carey in Glitter! We really have to work on finding you better movie references. Hey, that's a classic! Do you know how hard it is to find a copy of that movie that wasn't burned for our own protection? Whatever. Moving on. Keep in mind that my father has a history of interfering in our lives. Maybe he's just messing with us? There's no way this is just a lucky coincidence. We're lucky. Yeah. I mean, people should be envying us, you know? I envy us. Yeah. I do. Me too. Okay, it's all set, guys. You got about 2 hours to get to the place and secure a good time slot. Look at that. They even provide transportation. Pretty sweet deal, if you ask me. You guys go ahead. I gotta go check on my business. Diners don't run themselves, you know. I'll meet you there when the show starts. So, und da sind wir im Spiel. Circle 1, der erste Kreis der Hölle, der Limbus oder Limbo. Oder müssen wir jetzt Limbo machen? Wie auch immer. Wir sind hier direkt dabei und das ist ein wenig erinnert an Diablo. Und das ist auch, glaube ich, so gewollt. Ist euch aufgefallen, wie viele kleine Details da schon drinne steckten? Auch im Hintergrund, auch dieser Thron, der an der Seite war. Müsst ihr mal gucken. Das war der Thron von Morgan Freeman aus dem ersten Teil. Der Elefant ist nicht auf Droge. Das ist, ja, es war Gangnam Style, genau. Der Elefant ist nicht auf Droge, sondern das ist aus dem Hinduismus ist das, glaube ich, irgendwie einer der Götter. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich kenne den Hinduismus oder Buddhismus nicht so wirklich. So, wir laufen hier... Oh Gott. Gunny. Bunny. Was ist das? Kann ich das aufsammeln? Kann ich dich? Gehst du? Wieso kann ich die nicht aufsammeln? Oh. Gott, ich bin total verwirrt. Ich habe keine Ahnung, was hier eigentlich passiert. Hier liegt ein Schwert. Ich möchte das Schwert mitnehmen. Geht nicht. Und die Skills? Ich weiß ja noch nicht. Wir haben... Oh. Was? Der Anfang ist natürlich ganz klar, dass Buddhismus hat keine Götter. Okay. Wer ist denn? Aber es gibt doch dieses in Indien, dieses Pantheon, wo da auch... Was? Ah, das ist mein Mana. Ah. Okay. Ich raff's. Am Anfang ist natürlich alles noch ganz einfach. Das kennen wir ja, dass wir uns erstmal durch die ersten Billo-Gegner prügeln müssen. Bis wir... Dann an die... Oh, was war das? Irgendwas eingesammelt. Kann ich nochmal die Steuerung sehen, ganz kurz? Ich möchte nämlich... Man kann das auch mit Gamepad spielen, wenn man ein Gamepad hat und die Möglichkeit, auch ein Gamepad zu bedienen. Das Use Inventory. 1, 2, 3, 4. Das sind die hier unten, ne? Genau, davon haben wir nichts. Defense is Space. Ach du Scheiße, okay. Kennen wir... Oh, guck mal, was bist du denn? Du hast eine Kettensäge, du hast... Die ist die, Alter, eine Kettensäge. Müsste vermutlich auch ein bisschen mehr Defense üben, damit ich das später auch vernünftig kann. Buddhismus? What? Ich bin Satans Sohn, Fangerus ist Satans Sohn, aha. Das heißt Hindi. Okay. Ja, da kenne ich mich nicht mit aus. Da bin ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, in Sachen Religion bin ich sehr unbewandert. Sehr, sehr doll. Hey! Wir sind ja auch in der ersten Kreis der Hölle, das heißt hier noch nichts. Wie funktioniert denn die Fenden? Okay. Ich kann nicht noch... Oh Gott, lauf! Bunny! Wie gemein! Gemein, war das einfach eine Bombe? Ich weiß nicht, was ich da... Ach, wie heißen denn diese Teile, womit man bei der Gitarre... Wie heißt das denn hier, diese Plättchen? Wie heißen die denn? Die haben doch einen Namen.
Das von der Grafik, vom Top-Down, von dieser Top-Down-Ansicht erinnert mich auch ein bisschen an Mighty Quest of Epic Loot oder so hieß das. Kennt das noch jemand? Mighty Quest vor Epic Loot? Natürlich, hallo, was denn? Plektron, genau, Plektrons. Wir sammeln Plektrons. Wir haben schon 3 von 100 Plektrons. Lauf, Bunny! Oh Gott! Ah! Bombe? Eine Bombenstimmung hier. Da, guck mal, ganz viele Plektrons. Hitting! Noch ein Plektron. So. Oh Gott, 2 Wege. Wir haben Q, aber ich hebe mir das auf, denn es wird garantiert hier nicht so häufig rum. Oh Gott, schön die Bombe mitgenommen. Es liegen hier immer mehr Bomben rum, das ist ja gemein. Momentan ist es echt noch super entspannt. So. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das noch ändern wird. Ich meine, der erste Teil war ja, also Bubani Plague war ja auch so, dass wir relativ leicht durchgegangen sind und dann kamen die Bossfights und dann sind wir gerade bei, zum Beispiel bei Hehl haben wir ja arge Probleme gehabt und dann hinten bei Morgan Freeman war das ja, hatten wir so viele Probleme, oh mein Gott. Erinnert euch noch Morgan Freeman, wie oft wir den probieren mussten? Kann es sein, dass du Hasen magst? Ja. Kaninchen und Hasen sind halt die coolsten, ne? Muss man ja mal so sehen, wie es ist. Ich glaube, ich hätte erstmal nach oben gehen müssen, um... um da oben das abzugreifen. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Perfektionismus schlägt zu. Ich hoffe mal, dass sie auch wieder ganz, ganz viel mit der geilen Musik gemacht haben. Das war ja im ersten Teil so, so viele coole Momente wollte oder diese ganzen Lieder, die da kamen. Ich hoffe, dass sie auch wieder ganz, ganz viel haben. Ich frage mich, wozu die Plektrons gut sind oder ob das einfach nur so ein Sammelding ist. Bei irgendeinem Spiel wie diesem kann ich kaum was im Chat schreiben. Wieso? Wieso das denn, Pikachu? So. Schon wieder eine Falle? Au. Weg. Weg, sagte ich. Ich sagte weg. Noch mehr Plektrons. So, die. Ah, die bleiben da schon liegen. Das Laufgeräusch ist irgendwie triggernd. Das war im. Oh Gott, wo kam der denn her? Im ersten Teil hatten sie auch schon das Geräusch. Oh Gott, Bombe, Bombe, Bombe! Es gibt sogar, wenn ihr das richtig, wenn ihr guckt mal, es gibt ein Level und Erfahrungspunkte. Ne? Ich muss halt auch alles töten und finden. Das ist natürlich ganz klar. Einfach um. Ah! Gotta catch them all, alle Erfahrungspunkte zu bekommen und möglichst hoch im Level aufzusteigen. Schon wieder eine Bombe. Was bist du? Du bist die Nummer 3. Wie ein mystisches Sonnensymbol oder so? Will ich jetzt nicht probieren, weil wir haben davon ja nur eine begrenzte Anzahl. Und drüben ist noch eine Kiste, die packen wir schnell noch aus. Das Spiel, falls ihr Interesse an dem Spiel habt, kostet momentan, ist es reduziert, 30%, kostet 6,29 € oder so.
ist also echt nicht teuer, aber im Vergleich zum ersten Teil deutlich teurer. Das erste hat ja irgendwie nur 1,50 € oder so gekostet. Hey, hey, komm her, hey! So. Oh, oh, oh. Oh Gott, fallen. Wie gemein. Manni! Ach, scheiß drauf. Komm, wir haben Lebenspunkte. Die können wir überall wieder aufsammeln. Nehmen wir jetzt noch eine blaue. Aua. Eine rote Gitarre natürlich. Scheiß drauf. Oh Gott, so viel zu mir mal scheiß drauf. Guck mal, wie viel Schaden das macht. Aber hier sind ja Lebenspunkte wieder. Das können wir uns jetzt, glaube ich, mal noch erlauben. Später ist das, glaube ich, dann nicht mehr so einfach, dass wir sagen können, mir egal. Geh da auch durch die Fallen einfach durch. Das haben wir schon alles. Es spielt nämlich an Alice im Wunderland aus der Vogelperspektive. Ernsthaft? Aus an Alice? Au. Also ich habe echt starke Diablo-Vibes dabei. Muss ich sagen. Und auch, also Diablo und ähnliche Spiele. Da gab es ja mehrere. Es gab ja auch kostenlose Varianten davon, die ein bisschen älter sind. Wie hieß das denn? Es gab da auch eins, was ziemlich beliebt war. Ah, ich komme nicht drauf. Fällt mir jetzt echt gerade nicht mehr ein, ist schon zu lange her. Aber Alice? Alice war bekifft, Alice war psychisch krank. Und geil, also, das Spiel. Nicht, dass ihr jetzt irgendwas... Ich weiß ja, dass Anna sofort wieder in andere Richtungen denkt, das weiß ich ja, wenn ich sowas sage. Nein, ich meine es nicht auf irgendeiner körperlichen Ebene, sondern das Spiel und die Geschichte und sowas. Smackety! Smackety Doodle! Hi, Black! So, komm her! Los, komm her! Nimm die Gitarre ins Gesicht! Ah, die Gegner sind jetzt echt noch super billo. Oh Gott, schon wieder Bombe. Path of Exile, das war's, genau. Genau, Path of Exile, das war richtig gut, das war kostenlos. Und das hat sehr, sehr viel Gutes übernommen, sage ich jetzt mal, aus der Ära Diablo und dergleichen. Tja, Anna. So leicht bist du beeinflussbar. Was haben wir hier? Was ist das hier? Ich bin jetzt auch nicht so bewandert in Sachen Musikinstrumente. Was sind das denn unten? Das ist, glaube ich, ein Verstärker. Das hier unten, das ist auf der 1. Die 2 ist eine Uhr, die mich sehr an Alice erinnert. Das stimmt, da gab es ja auch so eine Möglichkeit, die Zeit zu stoppen, glaube ich. Das weiß ich nicht. Die anderen, die Items, weiß ich auch nicht. Ich gehe mal davon aus, das sind irgendwelche Buffs vermutlich. Werden wir bestimmt auch noch unterwegs erfahren. Gehe ich mal sehr, sehr stark von aus, dass sie uns das noch alles erklären werden. Und wei. Au. Hallo? Geh mal weg hier. Ja, ich bin eben nur auf Karotten und Möhren bewandert, das stimmt. Da kann ich euch alle erklären. Und alle erkennen. Am Geruch, am Geschmack, am Geräusch. Erkenne ich alles sofort. Smackity! Torchlight? Stimmt, Torchlight gab's auch noch. Stimmt. Das war auch gut. Und auch kostenlos, wenn ich mich recht entsinne, ne? Torchlight war doch auch kostenlos. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.